Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Wir sind mit dem Livestream-Charakter unterwegs, der ist natürlich noch nicht ganz so weit. Aber, jo, wir wollen natürlich auch wieder einen Part Last Epoch Let's Play haben. Genau, und jo, klar, wir könnten die anderen Charakter weiterspielen, aber wir haben nicht so viel Zeit und ich will ja unbedingt auch ein bisschen weiterkommen. Und deshalb habe ich diesen Charakter, also diesen Beat, auch, also bin ich am Machen, der auch ein bisschen mehr Durchschlag hat. Also es sollte eigentlich jetzt gehen mit Bossing und alles Mögliche. Sonst ja, verlieren wir halt viel Zeit und Geduld. Jo, es ist jetzt so gegen Ende noch, ja, Beta, halt ein bisschen schwierig, Motivation zu finden, um uns durchzukämpfen oder so. Ich bin mal gespannt auf den Falconier, weil der wird mir wahrscheinlich sehr motivieren. Und Warlock natürlich auch. Wie es dann so ist mit dem Leveln. Und ja, mindestens einen von denen werden wir im Livestream leveln, der andere im Let's Play. Und dann kommen wir gut zu zwei guten neuen Charakter da noch. Aber ich denke, wir bleiben jetzt wirklich bei diesem Charakter hier. Da man ihn eben. Ich habe auch die Items rechts unten, nur das Relikt fehlt mit 1 zu Akolytenskill. Und sonst fehlt mir eigentlich nichts. Ich hoffe, wir kommen da noch ein bisschen vorwärts. Ist ja eben nicht mehr lange. Also ungefähr noch 20 Tage. Und ja, bis dann hat man halt nicht so viel Zeit, wenn man halt Let's Playt nicht ständig spielen kann. Okay, ich spiele ja wirklich wenig pro Tag. Also es ist halt schon ziemlich doof, wenn man dann sonst irgendwo hockt, nicht weiterkommt und ständig levelt. Hat man auch nicht so das Gefühl, man kommt gut weit, oder? Wenn man nicht so viel spielen kann. Jo, ja, jetzt muss ich ja auch noch ein bisschen mehr zum Livestream kommen und dann kann ich den Charakter zwischendurch einfach wieder ein bisschen pushen, weil mir fehlt es einfach privat dann, oder wenn ich alleine spiele, diese Zeit, da ich schon recht lange immer livestreame und halt sehr viel beschäftigt bin. Ja, im Fußball bin ich schon so weit, dass ich richtig abrotze, also so richtig starke Schüsse und alles machen kann. Von der Stärke her. Ich konnte früher schon stark schießen, also richtig satt. Aber ja, ich habe es meistens nicht so viel gemacht, weil man ja natürlich auch ziemlich viel Kraft investieren muss und so. Aber es gibt mir natürlich Kraft für so Let's Play und Livestreams, oder? Also wenn ich jetzt vor einem Monat noch so viel gelivestreamt hätte, würde ich zusammensacken nach 4 Stunden oder so. Ist halt, jo. Klar, da muss ich halt auch fit machen. Bin ich immer so fit gewesen, leider. Krankheitstechnisch. Aber ja. Sogar Last Epoch macht auf mehrere Stunden wirklich sehr viel Spaß. Aber es gibt halt immer wieder diese Dämpfe. Oh, das Spiel ist jetzt da. Nicht gerade so gnädig. Okay, jetzt müssen wir da noch ein bisschen farmen, weil wir vielleicht den Boss nicht schaffen. Oder halt zu viel auf die Fresse bekommen. Bei den normalen Gegnern oder Elite-Gegnern farmen. Das ist halt ziemlich, jo, manchmal dann ein bisschen deprimierend. Aber der Entwickler ist ja dran, dass das Spiel ein bisschen besser balanciert ist im Grinding-Farmen. Klar kann man nicht so viel erwarten. Der Entwickler will ja, dass wir ein bisschen beschäftigt sind, aber ich finde das Spiel schon groß genug. Es muss jetzt eigentlich nicht so viel Grinding drinnen bleiben. Jo. Aber die Entwickler schauen wahrscheinlich so sehr auf die guten Spieler, dass halt auch wieder die Casuals vor allem oder einfach wenig Spieler dann auf der Strecke bleiben. Also seht euch mal Path of Exile an. Also da, die machen nur für die besten Streamer und so das Balancing gut.
Aber die anderen, also bis man da ein wichtiges Item gefunden hat, zum Beispiel Hubris. Das ist ein Ring, wo die Geschosse dann wieder zurückkehren, wie ein Boomerang. Wenn du den nicht hast oder nicht farmen kannst, weil du zu wenig Zeit hast, du bist einfach deppel. Du bist so richtig zusammen. Ja, du wirst einfach nicht richtig spielen, oder? Das sollte nicht sein. Klar, jo. Es sollten coole Items geben, es soll overpowered Items geben. Aber die sollten nicht wichtig sein. Und sie sollen halt auch, jo, lohnenswert sein für die Spiele, die halt viel mehr spielen. Aber nicht so wie zum Beispiel Diablo 4, wo man unbedingt Harlequins Krone und so braucht, um wirklich gut zu kämpfen. Ja, das ist irgendwie doch ein bisschen, ja, fast unmöglich, oder? Also man wird gezwungen zu spielen, später doch weniger. So, also hier müssen wir, glaube ich, hier müssen wir 6 Punkte, hier müssen wir 5 Punkte reintun. Oder 6, 5. Naja, mal schucken. Der Bild, der ist ziemlich genial. Also, ich denke einfach so an Builds, die so richtig hier krampfen im vierten Akt. Und der, jo, muss mal ein bisschen mehr AOE-Skills einsetzen. Der ist so, so gemütlich, so, ja, ich baller einfach los. Und ja, Shotgun. Die Geschosse treffen einen Gegner mehrmals. Und sind dadurch halt auch ziemlich stark. So, ja. Wir brauchen halt noch einige Zeit. Also, 3 Parts oder so, bis ich dann wieder Monolith machen kann. Und ja, durch die Rüstung und so bekommen wir natürlich gut Schutz über. Ich dachte immer, Stäbe seien keine Melee-Weapons. Aber scheinbar schon, weil wir so angreifen. Kann es nicht angreifen. Wieso kann man mit Stäben nicht angreifen? Naja. Und dadurch wirkt wahrscheinlich das mit den 15% weniger erlittenen Schaden schon. Aber sonst einfach wegen dem HP. HPs. Ja. Sonst könnte man ja eine andere Rüstung tragen. Das geht doch nicht. Na gut, also ich verstehe das schon. Also ist klar, wieso man die Rüstung gut ist. Das bei Leash-Charakter ist das Leben schon sehr wichtig. Da muss das Leben auch drauf sein. Kriegt man wahrscheinlich sonst nicht so gut über. Also ich denke einfach, weil Stäbe jetzt keine Geschosse schießen, sind sie Melee-Weapons. Aber es steht nicht. Außer unten irgendwo. Nee, es steht wirklich nicht. Naja. Ich dachte, so wie bei den Skis, dass da unten dann die Text sind. Stimmt nicht. Naja. Ich habe jetzt heute Morgen noch ein bisschen Skyrim ja, angeschaut. Es stürzt noch ab, während ich da auf New Game Start mache. Aber es liegt wahrscheinlich an einem Mod. Ich habe so ein paar Mods eingefügt, die ein bisschen einen gewissen Skill besser machen. Gut. Jetzt suche ich wahrscheinlich noch so einen Begleiter-Unterstützer-Mod. Ich habe nämlich etwas vor, also Rollenspiel zu machen in Skyrim, wo ich gewisse Sachen halt benutze und wenn die nicht balanciert sind, das ist wirklich manchmal schrecklich balanciert, das Skill, dann hast du irgendwie ja, Pech gehabt, wenn du halt als Rollenspielcharakter so skillst und nicht so wie die anderen, ja, die ganz, ganz gut sein wollen. Jo, also durch das ein bisschen probieren noch zu balancieren, ein bisschen stärker zu machen. Und ja, ich will jetzt noch nicht viel zu genau sagen, was ich genau mache, aber es wird hoffentlich gut. So vom Story her.
Und der Action auch. Und halt Survival und so. Da bin ich mal gespannt, wie gemein Skyrim ist mit so Survival. Da muss ja ständig dann mit den Frauen umhergehen. Oh je. Jo. Und irgendwann mal mache ich dann noch etwas anderes. Das Gegenteil sozusagen. Bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Ich habe gehört, das ist jetzt nicht gerade einfach dann. Aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich da anspreche. Wenn ihr es kennt, also ja, wenn ihr wisst, was man alles machen kann, welche Skills, welche Fähigkeiten man levelt, dann wisst ihr es wahrscheinlich. Aber ich wollte, also ja, ich will nicht mehr spoilern. Das muss ja mal vor allem spannend, also vor allem interessant sein, und das mache ich schon ziemlich. Jo, schade, dass man in Last Epoch nicht gut Rollenspiel machen kann. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vorstellt. mit dem Ding, mit dem Falken dann ein bisschen reden, ja, das geht. Und für mich ist Rollenspiel immer eine Sozialität, oder? Man muss irgendwie jemanden dabei haben. Man muss halt NPCs nehmen. Und ja. Das hat zwar in Last Epoch nicht so viele Leute begeistert vom Zusammenspielen und so. Ey! Lass dieses Ding weg! Wir fluchen wieder herum. Wir haben 5 Flüche und Status. Effekte, also Rüstungsbruch ist ja kein Fluch, oder? Ist ja eher ein Status-Effekt. Looten ja eigentlich auch nicht, das sind dort. Also 3 Flüche. Ja. Ist mal etwas anders, den Gegner zu schwächen. Macht man ja sonst nur nebenbei. Also hauptsächlich irgendwie Damnet, also ist eine. Plague ist eine. Und dann halt die 2 da Knochenfluch, genau. Und Geisterseuche, genau. Jo, sehr interessant. Wieso sind die Bretter verflucht? Diese verfluchten Bretter. Macht sie runter. Du blödes Brett, du. Jetzt gibt's Brettmummien. Naja, die armen Bretter, hä? Werden zuerst, also die Bäume werden zerschnitten und dann müssen sie als Bretter dienen. Eieiei. Geht doch nicht. Oh, der war schnell weg. Ich dachte schon, ich bekomme heftigen Schaden von dieser Aura. Diesem Aura-Angriff, der macht schon heftigsten Schaden. Hey. Der bleibt einfach lebendig und folgt meinem Wege. Ich schiebe ihn umher. Ich frage mich immer, wenn ich hier durchlaufe, wem gehört dieses Gebäude hier? Ja, also sieht nicht so nach Dorf aus, aber das ist einfach das erste Gebäude, das ein bisschen abseits ist. Und ja, ich möchte es am liebsten betreten. Das war damals bei The Legend of Zelda Ocarina of Time voll so. Man hat das erste Mal so ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure eher in der 3D an sich gespielt. Man wollte überall reinkommen und so. Die Türen waren meistens ein bisschen ja, verschlossen oder sie hatten einfach keine Türe, damit man reinkam. Auch so ein Türsystem, ja, es gab schon, aber das hat lange gedauert, bis man reinkam. So. Das ist schon ziemlich interessant gewesen. Also Sachen auszuprobieren, wo wir einfach noch nicht so gelernt haben. Es könnte ja gehen. Und ja, schon Bugs auszulösen, so war richtig interessant. Ich war zum Beispiel gerne im Brunnen oder dann später im Schattentempel oder Wüsten, Geistertempel. Und das war schon ziemlich ja, aufwendig für mich, da durchzukommen und so. Ich habe überall alles durchsucht und es war heftigst. Also, ich finde, Ocarina of Time hat für mich die meiste
Faszination ausgelöst, oder? Durch das erste Mal ja so rollenspielmäßig unterwegs zu sein und einfach etwas zu entdecken, was jetzt völlig neu ist, oder? Dann Majora's Mask war dann auch wieder, ich habe die ganze Zeit alles durchsucht, die Tage wieder resettet, wieder durchsucht, wieder Tage resettet und einfach alles geschaut, wie verändert sich's? Verändert sich etwas in den 3 Tagen? Und so Sachen, hey, was ich alles durchsucht habe. Ich war halt schon immer so einer, der ein bisschen mehr auf etwas schaut, was vielleicht nicht unbedingt so interessant wäre oder gar nicht wäre. Aber jo, weiß, in Last Epoch kann man ja das auch nicht so gut machen. Oder man weiß es schon. Ich kann jetzt zum Beispiel nur sagen, dass ich halt manchmal doch ein bisschen grinde, obwohl ich das eigentlich nicht will. Damit ich vielleicht ja einen guten Zeit immer so bekomme. Aber meistens natürlich, wenn ich alleine spiele. Das wollt ihr ja wahrscheinlich nicht unbedingt sehen, wie ich rumkämpfe. Mal Echos mehr mache und so. Also man sieht es nicht direkt, dass man halt schon zum Boss kann oder so. Aber jo, wir sind halt jetzt nur mit 2 oder 3 Charakteren zu den Enhancern, also diesen, wie heißt sie, guten Echos gekommen. Und jo, da können wir halt nicht so gut farmen oder so gut plempern. Weil die Chance mit zum Beispiel einem extra Echo ist da noch ein bisschen zu gering, oder? Jo. Aber wenn man dann schnell genug die Gegner tötet und so, dann ist natürlich ja diese Empowered, genau heißt es. Schon ziemlich heftigst mit den Loot und so, dann macht man es auch ein bisschen mehr. Zum Beispiel die anderen, wie heißen sie? Also diese Obelisken. Zum Beispiel zum Zurücksetzen der Echos lohnt sich das natürlich erst dann, wenn du auch gute Echos hattest, wo du nochmals machen möchtest. In dem gleichen Monolithen. Oder du tust sie einfach nochmals resetten, also das, so, dass sie wieder zufällig sind. Und du kannst den Weg eigentlich überall dann noch sehen und dadurch auch gezielt die Echos farmen. Das ist sehr gut. Den finde ich sehr gut. Und was gibt's noch? Es gibt noch irgendwie Stabilitätsmacher oder so. Wo man einfach zurückgesetzt wird, aber mehr Stabilität hat. Jo. Ein paar. Also rot, blau und grün ist in der Mitte oben. Wo man einfach nochmals zurücksetzen kann. Die Stufen von Corruption. Jo, sehr interessant gemacht, also sehr easy, aber sehr spannend und interessant gemacht. Jetzt hoffen wir einfach, dass es immer besser wird. Hä? Boah, das ist so nervig, wenn die so viele Resistenzen haben. Aber dafür haben wir auch Rüstungsbruch ein bisschen, den Handschuhen. Ja, also ich kann denn das Amulett kann ich eigentlich bald ersetzen, oder? Mit irgendwas, mit Rüstungsbrecher, Cast Speed oder so. Einfach Schaden. Also ich weiß nicht, wie viele Ringe ich mit Rüstungsbruch habe, aber ja. Wir haben bald auch ein passives, wo wir noch ein bisschen shredden. Gut. Jetzt müssen wir gar noch nicht das Case leveln. Ich habe ein bisschen auswendig gelernt, aber man ist im Spiel manchmal so vertieft, man kann dann nicht mehr so genau wissen, was man genau skillen muss, wenn man so eben abgelenkt ist. So, also. Wir machen weiterhin Defensive. Wir könnten das auch noch nehmen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir leashen dann ein bisschen zu wenig irgendwann mal. Also die Sekunden. Also, ja. Aber das geht. Ah, doch, das geht, aber wir tun kein Life regenerieren. Also es ist schlimmer, oder, für uns, als ohne.
Aber wir gehen ja so auf Schutzschild durch den Ring, den wir noch nicht benutzen können. Es wird ein bisschen gefährlich, wenn wir das zu hoch skillen schon. So. Manchmal nervt dieser 110-Skill, weil einfach irgendwie die Geschosse woanders hinfliegen. Aber gut, das ist halt Auto-Aim. Auto-Aim ist nicht immer so gut, auch für Hacker, also für Cheater. Ja. Ich weiß nicht, wie viele cheaten, aber es gibt halt schon so Cheating-Plattformen für Last Epoch. Nur im Singleplayer, aber wäre aber wahrscheinlich zu langweilig für die, die cheaten. Die wollen ja andere Spiele auf den Zettel gehen. Oder besser sein als andere Spiele. Also wenn ich so sehe, zum Beispiel in Minecraft ist es gut zu sehen, oder in GTA Online, wenn mich alle immer töten. Ich habe gar nicht mal so einen Drang, besser als andere Leute zu sein. Ich sehe es ja im Fußballspielen schon, dass ich viel besser bin als andere Spieler. Also, wieso muss ich unbedingt in Games immer dann gewinnen oder immer halt andere Gegner, andere Spieler nerven? Oh, ich bin im Boat-Mode, ich bin jetzt halt derjenige, der cheatet und du hast ein Problem und so. Keine Ahnung, wieso das manche Menschen machen. Einfach das Neid. Ich denke, es ist eher ein Neid, oh, ich muss cheaten, als ein, oh, ich bin schlecht, ich muss cheaten. Ich will ja besser sein als die anderen, ich bin neidisch. Und das ist halt das Problem von vielen Menschen. Also ich sehe es immer wieder, ich erkenne das immer wieder, dass manche Spieler einfach da neidisch sein müssen. Das kann man eigentlich noch gut erkennen, wenn man einfach ein bisschen Gedanken auch macht. Und ja, ihr seht es ja, also, wie viel gecheatet wird in den Games. So viele Leute irgendwie neidisch auf andere. Oder wegen der Zeit oder so müssen sie unbedingt cheaten, damit sie schneller vorwärts kommen. Ja, dann müssen ja die Entwickler auch die Games besser balancieren für wenig Spieler, oder? Dann cheaten sie auch weniger. Aber gut, wird so in Hack and Slay ist eigentlich gar nicht mal so viel gecheatet, weil das ja eigentlich das Spielprinzip ist. Du überspringst einfach deinen Spielspaß und tust einfach so, ja, voll das Endgame abrotzen, weil du cheatest, oder? Also eigentlich hast du wirklich sehr viel Spaß im Endgame, wenn du deinen Charakter hochgelevelt hast, ohne zu cheaten, ohne jetzt unbedingt, ja, Guides zu benutzen oder so. Schon klar, das braucht man irgendwie auch in Last Epoch. Ah, weißt du, so, ja, umfangreich ist und vor allem der Loot-Feed einzustellen, nervt halt gewaltig. Aber, ja, man hat doch nicht so alles easy im Endgame. Also ich habe jetzt, weiß nicht wie viel Prozent von Builds gemacht, die einfach irgendwann mal einfach nicht gut waren. Erstens haben die Items noch gefehlt, die halt sehr, sehr schwer zu bekommen sind in den meisten Guides. Man muss perfekt craften können, damit man überhaupt weiterkommt dann. Weil die Items ja so dringend benötigt werden und ja, gar nicht mal so overpowered oder so. Also gar nicht mal so interessant mehr zu spielen dann. Und dann hast du einfach, ja, doch auch irgendwie Lust, ja, halt einfach noch ein bisschen OP'er zu sein. Du hast ein OP-Bild und merkst dann wieder, ja, da bei dem Boss komme ich nicht weit, weil mein Movement nicht stimmt oder, ja, weil es einfach zu lange dauert oder sonst irgendwas. Es ist in Last Epoch schon ziemlich frustrierend natürlich. Aber, ja gut, wird vielleicht auch besser mal. Der Entwickler wird ja, der ist ja gewachsen von einem Mensch zu 90 Leuten ungefähr jetzt. Die haben wirklich ganz am Anfang ja mehrere Patches rausgebracht mit so 8 Leuten. Und ja, sind so stark gewachsen durch den Erfolg. Ja, da seht ihr zum Beispiel bei 11 Hours, ja, wenn ihr irgendwie Geld investiert, Supporter Packs kauft und so, dann können sie auch wachsen. Natürlich so Kosmetik und so, das müsst ihr nicht machen, aber
Und einfach irgendwie, ihr spielt ein Game, ihr könnt für das Game auch ein bisschen Geld ausgeben, so 30 Euro pro 4 Jahre könnt ihr ausgeben und das lohnt sich schon. Außer ihr seid so arm wie ich zum Beispiel. Dann würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, aber einfach durch die Spielzeit dann ein bisschen helfen und anderen Spielern helfen, damit natürlich noch mehr angelockt werden. So Sachen, das spricht sich richtig rum. Also ja, auch die Bewertungen bei Steam und so Sachen, das spricht sich so ein bisschen rum. Da könnt ihr schon irgendwie einem Entwicklerstudio helfen. Weil der Job Game Designer, egal was, oder? Es ist verdammt schlecht bezahlt. Es gibt immer wieder sehr viele Entlassungen und so. Es ist sehr schwer. Und ob ich das je schaffe, mal selber ein Spiel zu machen, was nicht kostet, was nicht unbedingt supportet werden muss und so, und da trotzdem gute Qualität hat, ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt momentan nicht so motiviert, viel zu entwickeln. Ich hänge auch immer wieder fest an Scripts oder so, ich kann sie nicht gut schreiben, ich brauche da irgendwie ein bisschen Hilfe. Und das kann ich halt so noch nicht machen. Deshalb mache ich auch die vielen Server und ja, unterstütze Plugin-Macher oder Mods-Macher, damit ich irgendwann mal daraus lerne oder so. Ja, ich freue mich schon riesig, da diesen Fortschritt zu machen. Aber gut, es ist halt schwer, oder? Also man kann jetzt nicht unbedingt gleich so viel Hilfe erwarten, wenn man jetzt noch nicht so berühmt ist und ja, angesehen ist. Ja, da könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen, das Ansehen zu bekommen. Es gibt ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr nett zu mir sind. Das darf ich einfach nochmal sagen. Vielen lieben Dank. Ist wirklich schon viel besser so, als halt einfach ein Let's Player zu sein, der fast keine Achtung bekommt, weil halt hunderte von anderen ungefähr das gleiche machen oder bessere Sachen, die halt einfach mehr Zuschauer bringen. Ja, nicht unbedingt besser sind, aber ich weiß, es ist ein bisschen komisch zu sagen. Ja, diese Hypes und Trends, oder? Das geht mir eigentlich nicht an. Ich tue die Trends auch nicht schauen. Ich will lieber irgendwelche Leute sehen, die halt nicht in den Trends sind, die auch wenige Zuschauer haben und so Sachen. Das tut mir besser, das tut denen besser. Wieso soll ich jemand helfen, der mal ein paar Millionen Abonnenten hat und halt einfach so mega Clickbait und so richtig ja, auf Trends abgeht? Das macht keinen Spaß. Und wenn ich da so viele hätte, ich würde das gar nie machen. Ich profitiere davon zwar schon, aber ich will es ja so machen, dass es euch auch gefällt. Und wie viele können das dann noch, oder? Wenn zum Beispiel ich kann, wir können es auch noch. Das ist halt so die Sache. Boah, das aber jetzt sehe ich sehr stark gegen. Heftigst. Das ist nur ein Fluch. Ich kämpfe mit einem Fluch gegen gute Gegner. Also einmal Schaden, bitte. Ich brauche jetzt ein bisschen noch mehr Schaden. Und dann plötzlich wasted und ich raste dann wieder aus. Also ausrasten ist es ja nicht, aber für Deutsche ist es schon ein bisschen heftiger, weil die ein bisschen gecheater sind. Gecheater bleiben. Aber wir Schweizer, wenn einer durch die Kuhweide bricht, oh, dann gibt's Lampen. Also wenn so eine Kuhweide, die natürlich unter Strom, also so einen Stromzaun hat, hey, durchtreten wir, dann kommen sie und sagen, hey, du da, hey, du gehörst hier nicht rein, hier sind meine Kühe. Dann gibt's Lampen. Dann gibt's leider so richtig. Ne, sie tun nur so, also wir Schweizer, wenn irgendjemand hört, der so extrem laut wütet oder so, der will einfach, dass es nicht gemacht wird. Du gehst einfach wieder raus und er lässt dich in Ruhe. In anderen Ländern wirst du dann strafrechtlich verfolgt
Oder halt angegriffen mit einer Shotgun und einem Sturmgewehr. Oder mit einer Minigun. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt ein paar Memes, wo halt wirklich so sind. So übertrieben, gewalttätig und oh, Regelbruch, oh, er muss sterben. Schuhe nicht abgeputzt. Um Shotgun ins Gesicht. Und im Mittelalter wurde man einfach Apotheker. Einer, der Klo putzt. Den Reichen, den Adligen einfach ihr Klo putzt, wo halt wirklich nicht sonst gesäubert ist und öffentlich, also nicht offen ist, das stinkt dann so mäßig. Wir sind schon glücklich, dass wir tolle Klos haben. Heutzutage. Das war früher sowas von stinken. So, oder Sklave, oder? Also, ja. Man gehörte einem Sklavenhändler, musste ab und zu andere Sklaven im Nahkampf oder im Schwerkampf oder so gegenübertreten, sonst ist man gestorben. Natürlich, man wurde umgebracht dann. Und man musste zum Beispiel die ganze Zeit in Ketten herumlaufen und ja, sehr schwere Arbeit tun. Zum Beispiel mit diesen schlechten Spitzhacken oder Hacken dann irgendwie arbeiten, oder? War so heftig. Heutzutage. Ja, man ist ein Sklave. Ein PC-Sklave. Ich spiele zu viel. Das ist etwas anderes, was ich unter Sklave verstehe. Das ist keine Sklaverei, das ist einfach nur Sucht. Oder wenn man vom PC vertrieben wird von der Mutter. Das ist auch Sklaverei von der Mutter. Ja, die Mutter hat aber gute Gründe. So, wunderbar. Okay, dann sind wir in Akt 5 angekommen. Akt 5, nicht ganz fertig vielleicht, aber Akt 5 machen wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.